Amerika. Aber Mama, jetzt übertreib mich. Lass mal, in eurem Alter bin ich bloß bis zur Burg Eike gekommen. Endlich, im Sommer 1956, ist es soweit. Die Quints betreten amerikanischen Boden. Ihr Ziel ist San Diego in Kalifornien, wo Vera, Maximilianes Mutter, mit ihrem Mann, dem jüdischen Arzt Dr. Green, lebt. Die beiden waren in den 30er Jahren mit Hilfe des alten Quint, Maximilianes Großvater, aus dem Hitler-Deutschland emigriert. Well, Maxi, I sure hope you have a real good time here in God's country. Good luck to y'all. Now, you got my address, and I hope you come see me real soon. You know, it sure was nice to meet you and talk with you during this long, boring trip home. And don't you forget what I told you. Bei dem Vorbeikommen, das hat uns gerade noch gefehlt. Joachim! Was der so zusammengequatscht hat, Knallkorb. Wir sollen uns ein Second-Hand-Car zulegen, ist doch ganz vernünftig. That's right. The great adventure. Von Küste zu Küste. It's just like I told you. Well, bye-bye, you old boy. Guck, Victoria, guck doch mal, wo die Mädchen bleiben. Die nehmen aber einen Brandroten, ne? Brandroten was? Straßenkreuzer, Feuervogel, Rakete. Höchstgeschwindigkeit hier ist 55 Meilen, Speedy Gonzales. 55? Ja. Auf den Highways? Ich hab's doch zu heiß gebadet. Schau mal, Mama. Wenn wir hier fahren, das ist kein großer Umweg und wir kommen durch einen Naturpark. Das ist vielleicht landschaftlich besonders reizvoll. Na gut, dann zeichne es ein, Mosche. Gut. Hi. Has Columbus landed in America? So ähnlich. Ich war 3 Jahre in Würzburg, in der Army. Schön, alt Würzburg. Guter Wein. Wohin geht ihr? San Diego, Kalifornien. Oh, das ist eine entfernte Reise. Aber schön. Welchen Weg wollt ihr gehen? Das versuchen wir ja gerade rauszufinden. Shall I show you the best router, okay? Oh, ja, das wäre gut. Gerne. Hello. I have nothing to guess in, but this route right here is bad. Too tough for you. He's a kamikaze driver. Das werden Sie noch lernen in Amerika. Immer jeder Trottel weiß alles besser. Kamikaze. Me? Do you want him all die of thirst in the desert? Don't listen to him. He's single. He don't understand. Harry and me, we got kids, too. From Cincinnati on, you want to take Highway 66, not 34. Hey, boys, I was just giving the lady some tips. Beat it. Look, ma'am, me and Jimmy, we got some friends in Peoria, Illinois, you know, and you ought to go there. They're real nice. Yeah, they'd be tickled to death if you were to drop down. Ha, huh, as if I have no friends along the way. So, aber kriegt ihr noch mit, was hier vor sich geht? In jeder Platz, ihr macht drei Freunde von mir happy, wenn ihr sie besucht. Das ist ja furchtbar lieb von Ihnen, aber wir wollen so schnell wie möglich nach San Diego. Look, ma'am. Yeah, kind of like a trap family, huh? With the mother and kids. Hey, can you all sing too? Sure. Just wait a minute. Augustin hat auch einen Keller, der ist mal dunkel und mal heller. Dort hält sie sich einen Dunkelmann, der es aber auch im Hellen kann. Doch im Dunkeln kann er's schneller. It means the landlady has a cellar that's sometimes bright and sometimes dark. And there she has a dark man who does it better when it's light, but when it's dark, he does it quicker. Schaut euch auch mal ab und zu die Landschaft an. Ach Gott, bin ich froh. Was meinst du, Mama? Du, ich habe mir den Verkehr in Amerika schlimmer vorgestellt. Ja, das liegt daran, dass wir uns verfranst haben, Mama. Was heißt hier wir? Wir? Na, wo sind wir denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Auf einer Nebenstraße, die nicht mehr auf meinen Karten drauf ist. Wir hätten vorhin die Abzweigung nicht nehmen dürfen. Der beste Beweis dafür, dass Pilot und Co-Pilot ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind. Lasst mich endlich fahren. Später, Golo. Jetzt fahren wir erstmal nach der Sonne. Wo ist West Südwest? Moment. So ungefähr. Na, macht nichts. Wir sind von Pönnichen nach Marburg gekommen, dann kommen wir auch von hier nach San Diego, hm? I wanna marry a lighthouse keeper and keep him company. I wanna marry a lighthouse keeper and live by the side of the sea. Thank you.
ja auch so warm? Je tiefer wir in den Süden kommen, desto wärmer wird es, Mama. Wie tief sind wir denn schon im Süden, Muschel? Hier. Dann ist es ja gar nicht mehr weit bis zu Olivers Ranch. Also ein paar hundert Meilen sind es schon noch. Oh, yes, ma'am. Gas? Full, please. That's a good way to learn American. How you take it? At the moment, for these two, America only consists of ice cream, cola, popcorn and comics. Jetzt will ich endlich mal fahren. Jetzt um jeden Preis die Familie Quint ausrotten. Später, Golo. Später, später. Und ich dachte, Amerika sei das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Victoria. Du siehst irgendwie schlecht aus, Kind. Ist dir nicht gut? Doch. Ist dir übel? Tut dir irgendwas weh? Oder hast du Fieber? Nein. Naja, vielleicht ist es auch die Hitze. Was meint ihr? Vielleicht sollten wir von jetzt an morgens früher losfahren und dafür über Mittag ein paar Stunden ausruhen, Mama, ich hab Durst. Nimm dir was. Der Juice ist alle. Nur weil du zu geizig bist, einmal genug einzukaufen. Mach du doch die Reisekasse. Was ist denn Knall? Jetzt hört auf zu quengeln. Ich hab euch doch gesagt, wir machen beim nächsten Motel Halt und schlafen ein paar Stunden. Ich kann bei Tag nicht schlafen. Ich muss mal. Jetzt sofort? Ja. Na gut. Schaut euch um. Hier kommen wir nie wieder her. Dafür besteht wohl auch kein Grund. Howdy, ma'am. Anything wrong? Nein, danke. Everything all right. Oh, Sie sind Deutsch. Ja. Yeah. But if everything is all right, why are you stopping here? Wir sehen uns die Landschaft an. Oh, the Landschaft, yeah. Then. I see. Well, goodbye and enjoy yourselves. Wiedersehen. Bye. Victoria, sag mal, du siehst wirklich schlecht aus. Fehlt dir wirklich nichts, Du tust ja, als ob sie unbedingt was haben müsste. Unsinn. Aber wieder rein in die gute Stube. Fragst du, ob was frei ist, Joachim? Thank you. Don't mention it, madam. Ihr zwei Rastlosen, was habt ihr vor? Golo hört mir Englisch ab. Das glaubst du aber auch nur du. Na, jedenfalls stört uns bitte nicht, Ja, okay, dann komm. Danke, Musche. Victoria macht mir Sorgen. Warum eigentlich? Sie sieht doch nicht anders aus als sonst. Ich weiß nicht. Was meinst du, ob wir nicht ein paar Tage unterbrechen sollten? Ich glaube, sie ist total erschöpft. Sind wir nicht in der Nähe von Oliver Simpsons Ranch? Er hat uns doch auf dem Schiff so nett eingeladen. Entdecken. To discover. Das Tor. Goal. Bestrafen. To punish. Okay, du bist einbürgerungsreif. Golo!
I knew you'd come. Victoria ist krank, sie braucht Ruhe. Where'd you leave the children? Alle Kinder schlafen. What'll happen when they wake up? Ich weiß nicht. Warum weißt du es nicht? Look, it's all mine. North, south, east, west, it's all mine. Alles deins. No, it's not true. It's grandfather's ranch. We gotta go see grandfather. Warum müssen wir das? Grandfather's the boss of the ranch. Say hi to grandfather. Hi, grandfather. Grandfather came here from Poland many, many years ago. He's blind, you know. Say goodbye to grandfather. Goodbye, grandfather. Alles deins. Alles deins. Grandfather cracks the whip. He is the boss of the ranch. Warum ist er so seltsam? Nein, er ist weise. Schade, dass Joachim das nicht sieht. Why? Er könnte hier so viel lernen. Für Pönichen. Er soll es später mal übernehmen. Not as long as grandfather's alive. Es ist alles so leer hier. Hast du gar keine Leute, die für dich arbeiten? Men? What for? We gotta eat. Come on, I'll fix us something. Alles deins. Alles deins. Are your children still sleeping? Been a long time. Weiß nicht. Hurry up with the supper, darling. Gotta finish before Nora gets back from San Marcos. Warum, darling? Nora doesn't like herrings. Where's Nora? My wife, darling. Los, Mama. Was? Was hast du? Was denn? Du hast geschrien. Geschrien? Ja. Hast du schlecht geträumt? Schlecht? Ich weiß nicht. Geträumt, ja. Was Schlimmes? Von Pönichen, Musche. Ich habe von Pönichen geträumt. Typisch Victoria. Wenn man dir was lange genug einredet, schon ist es so. Das nennt man dann wohl hysterisch. Bin nicht hysterisch. Ich hab Darmkrämpfe und Fieber schon seit dem Hotel. Wir haben's ja bald. Jetzt muss gleich die Absagerin kommen zu deinem Simpson. Da vorne rechts geht's ab. Rechts, wir hätten rechts fahren müssen. Wer sagt denn das? Erst musste Tora unbedingt krank sein, damit wir zu Oliver fahren müssen. Jetzt ist sie krank und du fährst vorbei. Schwachsinn, dein Name ist Weib. Hamlet, erster Akt. Dola, bist du verrückt geworden? Ja, okay, ja, ich bin verrückt. Aber ich bin in guter Gesellschaft. Mama. Mama, was ist denn? Raus! Raus, ich kann doch nicht mehr sehen! Raus, ich will alleine sein! Und auch. Ist es wegen Oliver? Wegen allem, glaube ich. Diesmal hast du mich aber auf dem Gewissen. Entschuldige, Mama. Ich habe irgendwas verwechselt.
Fingerzeig Gottes. Pause, Leute. Ja, Mama, bitte Pause. Ich will es am liebsten schnell wieder hier raus, aber... Nun, Ladies and Gents, the world famous Trapp-Familie will show you, dass sie sich noch zu vornehm ist, das hohe Gut of the German Volkslied selbst in den finstersten Slums of Albuquerque to bring to your Gehör. Frau Wirtin hat auch einen Keller, der ist mal dunkel. Hallo, und mal auf. Bleib ruhig sitzen. Kommt. Schweine. Diese Schweine haben jahrhundertelang unter uns Weißen gelitten, Brüderchen. Unter mir doch nicht. Komm, du schieb lieber. Edda, Mirka, guckt, ob die Straße frei ist. Ähnlich. Warte mal. Ja, Julian. Du, wir müssen gleich am Rand der Wüste sein. Mama, fahr vorsichtig. Hier gibt's nur 149 Leute. Ja, stand auf dem Schild. Du, Mama, wegen der Neger vorhin. Ja? Was hat Vater eigentlich von den Konzentrationslagern und der Judenvernichtung gewusst? Gott, Joachim, muss das ausgerechnet jetzt sein? Danach würde ich dich schon lange fragen. Das kannst du uns nicht immer verschweigen. Ich muss wissen, wer mein Vater war. Was er gewusst hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, woran er geglaubt hat. Er wollte mit seinen Kindern den Ostraum besiedeln. Er hat an die Auserwähltheit der germanischen Rasse geglaubt. Das ist mir nicht genug. Wer war er? Wie war er? Doch nicht jetzt, Mosche. Euer Vater hat uns mal ein Foto geschickt aus Russland im Krieg. Da sah es genauso leer aus wie hier. Nur alles unter tiefem Schnee. Da müsst ihr unbedingt bei 125 Grad Fahrenheit über Schnee reden. Alles so öde und verlassen. Denkst du an König, Mama, dass wir verlassen müssen? Ja, Mosche. Ja. Aber soweit wir auch fahren, es ist nicht König.
Glaubst du, wir könnten morgen Abend da sein? In San Diego, meine ich. Sicher, Mama. Das ist gut. Es quält mich, dieses riesige Land. Ich mag nicht mehr fahren. Mir leid, Joe. Lass San Diego geradeaus, Mama. Geradeaus, Mama. Wir fahren zuerst an die Pazifikküste. Von Küste zu Küste. Nein, San Diego. Die warten doch auf uns. Außerdem habe ich Hunger. Esst Bananen. Wir fahren zuerst ans andere Ende des Kontinents. Danach habe ich Hunger. Sag bitte nicht wieder hier, kommen wir nie wieder hin. Was schreibst du denn da? Impression, Mama.